Das Gebet im Verborgenen als Kraftquelle. Wer im Schutz des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Psalm 91, 1. Lukas zeigt uns, dass auf das Gebet des Herrn Jesus in der Wüste aus Lukas 5, Vers 16 die Kraft Gottes in seinem öffentlichen Dienst folgte. Und die Kraft des Herrn war da. Lukas 5, 17. Diesen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Gebet im Verborgenen und Kraft im Dienst sehen wir nicht nur hier. Auch im nächsten Kapitel steht, es ging Kraft von ihm aus. Lukas 6, 19. Wieder hatte er sich kurz vorher dem Gebet hingegeben. Lukas 6, 12. Später betete er auf dem Berg, wo Mose und Elia in Herrlichkeit erschienen. Lukas 9, 28. Und war anschließend in der Lage, einen Dämon auszutreiben. Etwas, was seine Jünger, von denen drei auf dem Berg geschlafen hatten, nicht konnten. Denn diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten. Markus 9, 29. Bei den ersten Christen hat Gott ebenfalls mit geistlicher Kraft auf Gebet geantwortet. Nachdem sie einmütig zusammen gebetet hatten, legten sie anschließend mit Kraft Zeugnis von der Auferstehung Jesu ab. Apostelgeschichte 4, 29 bis 33. Jemand hat einmal eine einfache Formel aufgestellt, die man vielleicht nicht eins zu eins übernehmen kann, aber in der dennoch viel Wahres steckt. Viel Gebet, viel Kraft. Wenig Gebet, wenig Kraft. Kein Gebet, keine Kraft. Jakobus schreibt im Blick auf das Gebet: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Jakobus 4, Vers 2. Christus ist die Kraftquelle für jeden Gläubigen. Wenn du Kraft haben willst, kannst du sie im Gebet von ihm bekommen. Diese Erfahrung hat David auch gemacht, denn er schreibt: An dem Tag, als ich rief, antwortetest du mir. Du hast mich ermutigt, in meine Seele war Kraft. Psalm 138, Vers 3. Wir können sicher sein, dass Gott auch in unserer Zeit mit Kraft antworten wird, wenn wir wieder mehr auf die Knie gehen. Wie schnell neigt man heute dazu, das eigene Fehlverhalten mit Schwachheit zu entschuldigen? Kaum ein Christ leugnet, dass er in sich selbst keine Kraft besitzt und stattdessen Gottes Kraft braucht, um das Gute tun zu können. Johannes 15, Vers 5. Aber damit ist noch lange nicht gesagt, dass er wirklich in Abhängigkeit von Gott lebt. Es klingt demütig und fromm, von unserem schwachen Zustand zu sprechen. Doch zwischen dem Geständnis, dass wir keine Kraft haben, und dem lebendigen Bewusstsein der Seele, dass wir ohne Kraft sind, besteht ein großer Unterschied. Wer sich wirklich der eigenen Schwachheit bewusst ist, den treibt es ins Gebet, in dem die Kraft Gottes zu finden ist. Dann darf man sich auch voller Vertrauen auf die Zusage des Herrn stützen, der gesagt hat: Meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. 2. Korinther 12, Vers 9. Wenn wir im Bewusstsein unserer Schwachheit durch Gebet unsere Abhängigkeit verwirklichen, dann werden wir auch praktisch in ihm, dem Weinstock, bleiben und seine fruchtbringende Kraft wird sich in uns, den Reben, zeigen. Was bewirkt das Bewusstsein deiner eigenen Schwachheit bei dir? Bist du bereit, Dinge bei dir zu ändern, damit sich die Kraft Gottes mehr in deinem Leben entfalten kann? Vertraue darauf, dass Gott mit Kraft auf Gebet antworten wird. Seid reichlich gesegnet.